In der Musik wurde I Have a Dream immer wieder verwendet. Martin Luther King hatte den Traum, dass es eines Tages selbstverständlich ist, dass niemand nach der Farbe seiner Haut beurteilt wird. Er hatte den Traum, dass schwarze und weiße Menschen eines Tages in Frieden an einem Tisch miteinander sitzen können. Vor 60 Jahren hat der Bürgerrechtler diese Rede gehalten. Eine dieser Reden, die in die Geschichte eingegangen sind. I Have a Dream. Es ist ein bisschen wie bei einem Klassentreffen. 60 Jahre später, gleicher Ort. Neugier und unbändige Freude, Mitstreiter wiederzutreffen, sagt Sandra Butler Truesdale. Diese beiden Gefühle treiben die 83-Jährige an, zum Jahrestag des Protests zu kommen. Und ich sehe leider nicht die Veränderung, die ich mir vor 60 Jahren erwartet hatte, nach der Rede von Martin Luther King. Ich hatte gehofft, wir hätten mittlerweile Gleichheit und Gerechtigkeit für alle. Weil dem aber nicht so ist, sind mit ihr Tausende aus dem ganzen Land angereist, wie damals mit Bussen und Zügen, um für ihre Rechte einzustehen, Gleichberechtigung zu fordern und die Aushöhlung der Demokratie, wie sie sagen, anzuprangern. Alle Themen, die in der Rede vorkamen, sind leider heute immer noch Teil unserer Gesellschaft. Rassismus und Vorverurteilungen gibt es immer noch. Wir haben unsere Ziele noch nicht erreicht. Der Protest, er erinnert an den Marsch vor 60 Jahren. Es war die bis dahin größte Kundgebung in der Geschichte der USA, die im Fernsehen übertragen wurde. 250.000 Menschen, die für ihre Bürgerrechte demonstrierten. Mit ihm an der Spitze. Bürgerrechtler Martin Luther King. Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder einmal in einer Nation leben, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe einen Traum. Die Rede des späteren Friedensnobelpreisträgers bis heute eine der bekanntesten der Welt. Auch Sandra Butler Truesdale hatte damals ihr bestes Sonntagskleid getragen. Der Protest habe ihr Leben inspiriert. Sie sei danach Predigerin geworden, wie ihr Vorbild Martin Luther King. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich als junge Frau, daran teilzunehmen. Wir hatten uns alle untergehakt, gingen Arm in Arm und sangen, wir werden es überwinden, we shall overcome. Ihr Plakat von damals hat sie gestiftet. Es ist mittlerweile im Museum zu bewundern. Aber hat es auch heute noch Bedeutung? Ja, es ist immer noch großartig. Die Leute sehen, dass man die Person töten kann, aber nicht den Traum. Und so ist es zwar gerade 60 Jahre her, aber die Menschen reden immer noch darüber. Das Andenken bewahren, darum geht es auch Bernice King, der jüngsten Tochter von Martin Luther King. Sie führt das politische Erbe ihres Vaters fort. Wir kämpfen immer noch gegen rassenbedingte Ungleichheiten in allen Bereichen des amerikanischen Lebens. Im Gesundheitswesen, im Umweltbereich, bei den Banken, auf dem Wohnungsmarkt und in der Justiz. Die schwarze Gemeinschaft ist immer das Schlusslicht. Mehrere tausend Menschen folgten deshalb dem neuen Protest, der von Bürgerrechtler Al Sharpton angeführt wird. Das Motto, keine Erinnerung, eine Fortführung. Sandra Butler Truesdale ist mit 83 nicht mehr gut zu Fuß. Aber sie ist beruhigt, dass so viele junge Menschen ihren Kampf weiterkämpfen. Denn Martin Luther Kings Traum sei noch nicht Wirklichkeit geworden.